Hallo. Potenz, Rechenregeln sind wichtige Grundlagen, die eigentlich aus der Schule bekannt sein sollten. Ich schreibe sie Ihnen trotzdem nochmal auf und biete auch im Anschluss einen kleinen Test an, den Sie machen sollten, um sich selber einzuschätzen. Und falls Sie feststellen, es gibt noch Defizite, es gibt noch den einen oder anderen Punkt, an dem Sie sich noch ein bisschen verbessern können, dann gebe ich Ihnen auch noch ein paar Tipps, was Sie machen können, welche Aufgaben Sie dazu rechnen können, die Sie dann natürlich auch gerne im offenen virtuellen Matheraum besprechen können oder gegebenenfalls mit Ihren Tutoren in den Übungsgruppen, falls Zeit dazu ist. So, wir starten mit den Potenzrechenregeln. Dabei betrachte ich reelle Zahlen, a und b, aber die 0 lasse ich zunächst mal weg, um da nicht in Schwierigkeiten zu kommen für Fälle, die jetzt nicht ganz so wichtig sind. Dieser Rückwärtsschräger oder auf Neudeutsch Backslash, den können Sie übrigens lesen als ohne. Das ist die sogenannte Differenzmenge. Aber zu Mengen kriegen Sie auch noch ein Video als Wiederholung. So, weiterhin brauche ich noch zwei ganze Zahlen. Die betaufe ich jetzt hier mal N und M. Ganze Zahlen. Ja, was ist eigentlich eine Potenz? Stellen Sie sich vor, Sie multiplizieren eine Zahl N mal mit sich selber. Also die Zahl A multipliziere ich einmal, zweimal, na, dann vielleicht noch ein paar Mal mit sich selber. Und das Ganze soll N mal passieren. Dann gibt es dafür eben diese abkürzende Schreibweise a hoch n. Man nennt das hier den sogenannten Exponenten dieser Potenz. Das a hier unten, das ist die Basis. Und wenn Sie das vorlesen wollen, dann sagen Sie a hoch n. Wenn Sie es noch vornehmer aussprechen wollen, dann sagen Sie, das ist die n-te Potenz von a. Okay, ein paar Beispiele dazu. Beispiele 2 hoch 3 ist dann entsprechend 2 mal 2 mal 2. Und das ist 8 und 10 hoch 9. Das ist 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal hin. Das ist eine 1 mit 9 Nullen. Das ist also eine Milliarde. Und beispielsweise 0,1 hoch 4. Das ist 0,1 mal 0,1. Das ist 0,01. Und dann nochmal mal 0,1 ist 0,001. Haben wir insgesamt 0,0001. Gut, wir schreiben uns ein paar Rechenregeln dazu auf. A hoch n mal b hoch n. Also Sie potenzieren jeweils eine Zahl a und eine Zahl b mit dem gleichen Exponenten. Das ist wichtig und multiplizieren das dann anschließend. Dann können Sie das auch schreiben als a mal b in Klammern hoch n. Das heißt, Sie multiplizieren hier auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens zuerst die beiden Zahlen und potenzieren dann anschließend. Sie können es auch so lesen, dass Sie dieses n hier bei dem Produkt, diesen Exponenten rausziehen können sozusagen. Gut, dann haben wir die Variante, dass Sie zwar die gleiche Basis haben, aber unterschiedliche Exponenten, also a hoch n mal a hoch m. Und da ergibt sich dann, dass das Ganze a hoch n plus m ergibt. Das kann man sich an dem Beispiel mal klar machen. 2 hoch 2 mal 2 hoch 3 beispielsweise. Da haben wir dann 2 Zweier und dann kommen wir nochmal 3 Zweier, macht natürlich insgesamt 5 Zweier. Also 2 Zweier plus 3 Zweier sind 5 Zweier. Okay. Als nächstes schauen wir uns einen Bruch an. A hoch n geteilt durch a hoch m. Auch gleiche Basen, potenziell unterschiedliche Exponenten, aber hier wird geteilt. Und das ergibt dann a hoch n minus m. Und zu guter Letzt habe ich noch eine verschachtelte Potenz a hoch n in Klammern hoch m. Da können Sie die beiden Exponenten miteinander multiplizieren. Es gibt a hoch n mal m. So, aus diesen Regeln, die ich jetzt mal durchnummerieren möchte, sagen wir, das ist die Regel Nummer 1, das ist 2, 3 und 4, kann man jetzt noch Beobachtungen ableiten. Eine spannende Frage ist zum Beispiel, was ist denn a hoch 0? Und da kann ich jetzt diese Regel Nummer 3 hernehmen und sagen, naja, 0 ist doch das gleiche wie n minus n. N minus n. Und wenn ich da jetzt Regel Nummer 3 anwende, mache ich draußen einen Bruch. Das ist dann a hoch n geteilt durch a hoch n. Jetzt kürzen Sie die beiden a's oder beziehungsweise die vollen Potenzen, also jeweils die a's und bleibt übrig 1. A hoch 0 ist also 1. Na gut, das schreibe ich mir jetzt auf die linke Seite, zumindest in Rechenregelnähe, nochmal separat hin. A hoch 0 ist gleich 1. Gilt nur für a ungleich 0. Bei 0 hoch 0 funktioniert dieser Rechentrick natürlich nicht mehr. Da muss man dann separat drüber nachdenken, das machen wir jetzt nicht. Ja, dann habe ich noch eine Beobachtung. Was ist denn, wenn ich hier so einen negativen Exponenten dastehen habe? Also stellen Sie sich vor,
Beispielsweise das n ist eine natürliche Zahl, müsste jetzt natürlich keine sein. Wir stellen uns jetzt mal vor, es ist eine natürliche Zahl. Was ist denn das dann, wenn Sie dann in negativen Exponenten stehen haben? Da kann ich jetzt verwenden, dass minus n ja das gleiche ist wie 0 minus n. Und dann mache ich mir daraus wieder einen Bruch mit der Rechenregel Nummer 3. A hoch 0 geteilt durch a hoch n. Und da ich ja weiß, dass a hoch 0 gleich 1 ist, ergibt sich dann hier 1 geteilt durch a hoch n. Gut, das hat es auch verdient, hier auf die linke Seite zu kommen. Das brauchen Sie nämlich ziemlich ausführlich, insbesondere in der Finanzmathematik. A hoch minus n ist 1 geteilt durch a hoch n. So, jetzt habe ich zum Schluss noch zwei Hinweise zu diesen. Na, ein Hinweis, eine Warnung, sagen wir mal. Der Hinweis sieht so aus, wenn Sie eine verschachtelte Potenz haben, wie die hier. Da ist der Unterschied, es ist nicht wie in Rechenregel 4 hier die untere Potenz geklammert, sondern Sie haben hier keine Klammer. Wenn Sie keine Klammer haben, dann müssen Sie das immer so lesen, so ist die Konvention, dass die obere Potenz hier, das n hoch m, zuerst ausgerechnet wird. Das ist also gleichbedeutend mit a hoch in Klammern n hoch m. Und das ist natürlich im Allgemeinen nicht das gleiche wie a hoch n unten geklammert hoch m. Warum? Wir schauen uns mal ein Beispiel an. Angenommen, Sie haben 2 hoch 3 hoch 2. Dann muss ich ja nach unserer Lesart, nach dieser Konvention, müsste ich hier oben zuerst potenzieren. Das ist also 3 hoch 2 ist 9. 2 hoch 9. 2 hoch 9 ist 512. Ja, andererseits haben wir 2 hoch 3 in Klammern hoch 2. Da kann ich jetzt, muss ich die Potenz hier unten zuerst ausrechnen. 2 hoch 3 ist 8. 8 hoch 2 ist 64. Sie können natürlich auch Rechenregel Nummer 3 verwenden hier. Die Exponenten hier miteinander multiplizieren. 3 mal 2 ist 6. 2 hoch 6 ist auch 64. Das war der Hinweis. Jetzt kommt die Warnung. Könnte ich sogar hier eine Achtung mal einblenden. Aber das ist ein typischer Fehler ist, der sehr gerne falsch gemacht wird. Der sehr gern gemacht wird, muss ich sagen, bei einem Fehler. Achtung! Angenommen, Sie haben a hoch n plus b hoch n. Dann könnte man ja auf die Idee kommen, ja wunderbar, da habe ich doch diese Rechenregel, a plus b hoch n. So, das ist natürlich im Allgemeinen falsch. Ja, wenn wir nochmal hoch gucken zu unseren Rechenregeln, so ähnlich steht das zwar hier, leider ist hier ein Malpunkt dazwischen und kein Plus. Also bitte nicht durcheinander bringen. Ich zeige Ihnen gleich mal ein Beispiel, warum das nicht geht. Angenommen, wir haben 3 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat, dann ist das 9 plus 16, das ist 25. Und auf der anderen Seite haben wir 3 plus 4 in Klammern zum Quadrat. Das ergibt 7 zum Quadrat und das ist 49. Offensichtlich nicht das gleiche. Das ist mehr als das.